Guten Morgen. Lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir für deine Liebe, Herr, und ich bete im Namen Jesu Christi, dass du zu uns redest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir nach deinem Wort handeln, Herr. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Vers 24 von Kapitel 16 sah ich danach, sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wir leben von da in einer Gesellschaft, die egozentrisch ist. Das Ich zuerst. Ego ist das Ich. Ich, das Ich, und ich will das. Und desto jünger der Mensch, desto doller ich sich dich. Und das mag, dass die Gesellschaft immer komplizierter wird. Wenn zwar nicht mehr alle ich-sichtig sind und ihr deint, weil es eine Wehrworte an deine. Und Jesus sagt, dort passt nicht mehr Christentum. Wir sollen nicht uns echt im Mittelpunkt stellen, sondern wir sollen dort einen Schritt bringen, uns echt einen Schritt bringen. Das heißt, er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Darum geht es, dass wir uns eigenen Schritt bringen. Viele sagen, die Matz den Schritt drohen. Wenn die Bibel hier redet von das Kreuz auf sich nehmen, dann bedeutet das nicht Sache, was Jesus am Kreuz betont hat. Was Jesus am Kreuz gedroht hat, das brauchen wir nicht wieder droh. Wir brauchen unsere Sünde nicht wieder droh, wenn Jesus erst auf Ehe starb. Wir brauchen die Krankheit nicht wieder droh, wenn Jesus erst auf Ehe starb. Das ist nicht ein Kreuz, was Gott uns ableicht. Das ist nicht biblisch. Uns eigt Salvi ab dem Kriegsleier in Jesus nur Falle. Das bedeutet abgeben. Das bedeutet nicht mehr uns selbst im Mittelpunkt stellen, sondern unsere Wünsche, die Salvi ab dem Kriegsleier in Jesus nur Falle. Wir brauchen nicht dort drauf, was Jesus all gedrückt hat. Aber wie man dort abgeben, was uns hindert, dass Jesus im Mittelpunkt ist. Darum handelt sich das hier. Herr, ja, von Stuyper, chant es über dein Wut, und dort wie wörtlich die im Mittelpunkt stehen. Und dort die der Mittelpunkt von uns Leben bist, macht uns euch in den Mittelpunkt. Und dort euch macht wie Chirizia. Und dass du das Zentrum von uns Leben bist. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.